So, da bin ich wieder für die nächste Übung. Für diese Übung braucht ihr auch wieder nur einen Ball. Ihr braucht keine Hütchen, ihr braucht keine Stangen. Ihr braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz, aber sonst kann das jeder alleine trainieren. Diese Übung ist für eure Technik. Hier geht es um Dribbling und es geht darum, den Ball mit der Außenseite und der Innenseite zu führen. Es wird wieder ein paar Stufen geben, um es auch schwieriger machen zu können, für die vielleicht schon ein bisschen besser spielen. Und immer noch leicht genug für alle, die noch ein bisschen Training brauchen. Wir fangen an mit der ersten Stufe. Wir werden den Ball mit der rechten Außenseite und Innenseite nach vorne führen. Ganz, ganz wichtig, auch die Linksfüße unter euch führen ihn jetzt mit dem rechten Fuß. Okay? Also gut aufpassen. Ich mach's einmal vor. So, das war die erste Variante mit dem rechten Fuß diesmal. Ihr habt gesehen, ich habe immer abwechselnd den Außenriss und die Innenseite benutzt, um den Ball nach vorne zu führen. In der nächsten Runde versuchen wir das Gleiche mit dem linken Fuß. Mal schauen, ob das genauso klappt. So, das war die Basisvariante. Jetzt werden wir aber einen Schritt weiter gehen. Wir kommen zur zweiten Variante. In der Variante wechseln wir immer zwischen dem rechten Fuß und dem linken Fuß ab. Das bedeutet, Achtung, aufpassen, rechter Fuß, Außenseite, rechter Fuß, Innenseite. Dann wechseln wir auf den anderen Fuß über, linker Fuß, Außenseite, linker Fuß, Innenseite und wieder Wechsel auf den anderen Fuß. Das bedeutet, ihr müsst beidfüßig sein, müsst beide Füße benutzen. Dafür braucht ihr wieder nicht viel Platz. Und ich kann euch raten, macht die Übung erst langsam, um die Bewegung zu verstehen. Und je besser ihr werdet, desto schneller könnt ihr dann im Ablauf werden. Ich mache es auch wieder einmal vor. Wieder einmal sehr langsam und in der zweiten Runde vielleicht ein bisschen schneller. Achtung, aufpassen! So, ihr habt gesehen, ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber ihr habt gesehen, mit viel Konzentration kann man mit wenig Mitteln auch eine super Übung hinbekommen. Macht es erst mal ein bisschen langsamer, werdet dann immer schneller. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren, bleibt fleißig und bleibt gesund. Viel Spaß! Ach ja, und natürlich noch eine Bitte, wenn ihr das im Wohnzimmer macht, lasst den Fernseher ganz. So, meine Lieben, also, ich hoffe, ihr bleibt weiter fleißig. Ihr habt gesehen, wie man mit dieser Technikübung ganz, ganz leicht seine Ballbeherrschung verbessern kann. Ganz, ganz wichtig hierbei ist, übt es erst langsam, gewöhnt euch an die Bewegung und wenn ihr es langsam drauf habt, könnt ihr immer schneller werden. Okay? Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr immer mit beiden Füßen trainiert. Das bedeutet, nicht nur den rechten oder nur den linken, sondern immer vom rechten auf den linken und wieder zurück. Ich hoffe, ihr bleibt fleißig, trainiert fleißig und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!